Hi, meine Fischlinge. Ja, willkommen in meinem Badezimmer, aber heute soll es natürlich nicht um mein Badezimmer gehen, sondern ihr habt es am Videotitel schon gesehen, werden wir heute in meinen Aquariumkeller gehen bzw. einen kleinen Ausflug machen und ich werde euch zeigen, welche Technik dort verbaut ist, dass das Ganze funktioniert, wie ich einen Wasserwechsel mache, das können wir auch gerne noch ausführlich machen, schreibt mir das mal in die Kommentare und euch so ein paar andere Sachen zeigen, die ich getan habe, um Energie dort zu sparen. Ich würde sagen, hauen wir das Intro raus. Und dann geht's in den Keller. Los geht's. So, willkommen in meinem Aquariumkeller. Ja. So sieht es hier also aus. Jede Menge Becken, jede Menge Fische in mehreren Etagen. Okay, im Moment ein bisschen voll zugegeben, aber da geht demnächst wieder eine Menge weg. Deswegen auch ein bisschen quer und beet die Arten. Das ändert sich aber in ein paar Tagen schon wieder. Und ja, wie funktioniert jetzt eigentlich meine Anlage? Und zwar, hier sind Pumpen drin, zwei Stück. Eine hier, eine da hinten und die beiden Pumpen, hier, dass ihr immer noch seht, was das ist. Das sind jetzt im Moment zwei, da wird auch mal noch eine größere dran gehängt. Im Prinzip reicht diese eine Pumpe aus für die Anlage zu betreiben. Die ist als Sicherheit, falls doch mal eine kaputt geht, dass mir nie auf keinen Fall hier nichts mehr läuft. Das Ganze geht hier in das Rohrleitungssystem rein. Und hier hinten in die Ringleitung, die hier überall hinter den Becken verläuft. Also jetzt als Beispiel, hier hinten verläuft auch diese Leitung. Und hier sind dann kleine Abzweigungen gemacht, die dann hier unten in die Luftheber gehen. Könnt ihr dann hier gerade mal sehen. So, und hier ist hinten ein Schwammfilter mit der Heizung drin. Ja, das auf mehreren Seiten. Das Ganze natürlich dann auch hier überall. Und dann jetzt zum Beispiel mal hier in dem Aquarium. Hier ist dann auch ein Schwammfilter drin. In dem Falle zwei Stück, dass ich immer einen rausziehen und wechseln kann. Eigentlich ist vorne der eigentliche Filter, hinten nur der Platzhalter. Würde eigentlich einer gehen. Aber ja, Filter sehr groß dimensioniert. Da ich ja auch sehr viele Fische teilweise in den Becken habe. Und ja, das sind halt die Jungfischaufzuchtbecken. Das sind kleine 90er Würfel. Davon gibt es ein paar Stück. Hier unten noch sind auch noch welche drin. Na, also hier kleine Labeotrophoes jetzt. Das sind kleine Synodontis multipunctatus. Hier die kleinen. Kann ich euch auch gerade mal was Lustiges zeigen. Hier nämlich das mit dem Finger reinmachen. Dann kommen sie nämlich hier hoch. Neugieriges Pack. So, überall hängt natürlich auch noch eine Heizung dran. Na, also jedes Becken hat eine separate Heizung, aber hier ist ein Heizkörper, der natürlich hier auch mit der Heizleitung des Hauses verbunden ist und der heizt den ganzen Raum hier schön auf 28 Grad, wodurch die Heizstäbe eigentlich so gut wie nie an sind. Ne, hier oben ist ein Thermometer. Man schön sieht, hier ist richtig warm drin. Ja, also mehr als ausreichend, dass es schön mollig warm für meine Fische ist. Hier oben die Aquarien, die haben gar keine Heizung oder auch die Aquarien hier, weil durch die aufsteigende Wärme sind die eigentlich warm genug. Ja, kann man so sagen. Hier sind dann die ganzen kleinen Nanofische und so weiter drin. Hier sind meine kleinen Sterbei, also die größten. Wenn ihr darüber mal ein Video wollt, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Und ja, dann könnte ich euch noch zeigen, wie ich Wasser wechsle. Schluckety-puckety.
Schnuckidi-Puckidi, oh, oh Schnuckidi-Puckidi. Und hier haben wir dann meine Tauchpumpe. Hier läuft das Wasser rein und hier wird es dann weggefördert und geht hier direkt in den Abfluss raus. Hier ist noch ein Waschbecken, wo ich dann hier auch einen Zulauf habe, wo direkt ein Gardena-Schlauch dran kann. Der hängt hier, also brauche ich den Schlauch hier einfach noch holen. So, und dann kann ich den ganz einfach hier. Hier ist dann das Ganze einfach befestigt. Hier oben anschalten. Und schon habe ich hier Wasser für meine Becken aufzufüllen. Das gleiche geht natürlich auch zum Leermachen, bevor wir es befüllen. Klar, hier einfach den Schlauch einstecken. Der geht dann hier runter. Der ist lang genug, dass er auch in alle Becken reicht. Dann können wir uns den Schlauch hier holen. Einmal anziehen. Und schon läuft hier das Wasser aus dem Aquarium raus. Je nachdem, was es für ein Aquarium ist, wird da natürlich noch ein Schutzkorb oder so drauf gesteckt. Wenn es jetzt ein Aquarium ist mit kleinen Fischen, hier die Tauchpumpe, wenn die hochgeht, wird das mal Wasser automatisch weggepumpt. Ja, und das war dann eigentlich auch schon so grob erklärt, wie mein Keller funktioniert. Den Wasserwechsel schaffe ich damit übrigens in ganz locker easy ungefähr einer anderthalben Stunde, wenn ich gemütlich mache. Wenn es schnell gehen muss, auch in einer Stunde. Das hier sind übrigens so kleine Kartenhalter. Da könnt ihr immer sehen, wann die letzten Wasserwechsel waren. Bis so eine Karte voll ist, das ist einfach ein Stück Plastik, das mit der Heißklebepistole warm gemacht wurde, dass man es biegen kann. Ein kleines Loch durchgebohrt und dann so eine Schraube durch und ein Stück Plexiglas. Und ja, die sind selber gemacht in der Excel-Tabelle zum Ausdrucken. Ja, hätte man auch größer ein bisschen anpassen können, aber ja, bin faul, was sowas betrifft. Aber tut seinen Dienst und ich vergesse auch nie, wann der letzte Wasserwechsel war. Würde ich euch auch empfehlen, gerade wenn ihr mehrere Becken habt, dass ihr euch da ein bisschen was aufschreibt, weil man vergisst es ziemlich leicht. Ja, und so funktioniert mein Keller. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst mich doch mal wissen, wie eure Aquarien oder eure Zuchtanlagen sogar funktionieren. Schreibt es mir gerne mal auf und ja, ich mache mal einen Wasserwechsel und wir sehen uns bei der Abmut. Bis gleich. So, Freunde. Das war's dann jetzt auch schon wieder mit dem kleinen Video. Ist mal ein bisschen was Neues, das kennt ihr jetzt so eigentlich nicht mehr die letzte Zeit. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und es war mal ein kleiner Einblick. Heute wird man einiges anders da machen. Was ich in dem Video noch nicht gesagt habe, ist, dass die Beleuchtung, das sind kleine sparsame LED-Lampen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich ganz möglichst tolles Licht dort habe, wo die Fische besonders tolle zur Geltung kommen, sondern einfach nur, dass ich möglichst Licht habe, dass ich sehe, was abgeht und dort vernünftig arbeiten kann und auch eher auf Energiesparen angelegt. Außerdem sind da unterschiedliche Stromkreisläufe, also zum Beispiel die Beleuchtung ist ein anderer Stromkreislauf wie jetzt die Pumpen und sowas, dass wenn mal eine Lampe kaputt geht oder eine Sicherung fliegt, ne, ihr versteht. Heute wird man vermutlich einiges natürlich anders machen und wo man gesehen hat, das ist nicht so optimal, aber es soll ja noch ein weiterer Kellerraum vielleicht schon dieses Jahr angefangen werden auszubauen und da werde ich mir noch ein bisschen mehr einfallen lassen, werde das auch ein bisschen anders machen, wie das damals passiert ist, als ich noch überhaupt gar nichts mit YouTube zu tun hatte. Das wird es aber gewesen sein, würde mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen was drunter schreibt und ein bisschen Props da lasst oder ein Gefällt mir, beziehungsweise einen Daumen nach oben. Vielen Dank an jeden, der es tut. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich wie immer auch noch Links, mit denen ihr mich beim Kauf unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch noch die Links, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.